Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich so einen ganz kurzen Mini-Tipp für euch, wirklich ganz schnell. Und vielleicht hilft er euch auch. Und zwar habe ich mir ganz neu den Aufhebhelfer von Stampin' Up! Bestellt. Den hatte ich bis jetzt noch nicht und habe entdeckt, wenn man diese Klebespitze da drauf macht, also den kann man ja ganz individuell zusammensetzen und da verschiedene Spitzen drauf machen und so. Aber um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wenn man diesen Klebeaufsatz hat und noch nicht mal Kleber da vorne raus macht, also da ist wirklich minimal ist da ein Kleber dran, aber man kann es auch komplett ohne Kleber machen, dass wenn man dann einfach die Glitzersteine so schnappt, kann man die super auf die Blümchen machen zum Beispiel. Ich habe jetzt hier nur ein Papier, ich muss das vielleicht von unten ein bisschen gegendrücken, dass es besser geht. Aber man muss hier vorne noch nicht mal Kleber rausdrehen. Das wollte ich euch damit zeigen in diesem kleinen Quicktip und kann die super aufnehmen. Die haben schon wie so eine kleine, also die Form von dieser Spitze da vorne, die passt sich irgendwie total gut an die kleinen Glitzis an. Und ich finde, damit kann man das wunderbar positionieren. Das geht total schnell und total einfach. Man kann die einfach schnappen und der Tipp ist eben einfach, man muss vorne nicht mal Kleber rausmachen. Es geht auch komplett ohne Kleber. Übrigens, wenn man diese Tüten bastelt, das kann ich euch hier oben verlinken. Ich habe da nämlich gerade ganz viele gemacht. Ich halte die mal ganz kurz alle ins Bild, damit ihr seht. Also diese hier, die habt ihr jetzt schon gesehen. Danke vielmals. So eine kleine Tüte, die ist super süß zum Hinstellen. Oder mal schnell zum Ostern, Frühling, Geburtstagsgruß. Hier ist noch eine zweite Variante. Eine Variante, die ist ein bisschen stabiler, die ist aus Farbkarton gemacht. Vielleicht auch eine gute Idee für eine Eisgutschein verpacken und noch eine ganz zarte. Genau, die habe ich gerade gemacht und da ist mir dieser Tipp so ein bisschen ins Auge gestochen und habe gedacht, ich nehme euch das einfach ganz kurz auf. Wie gesagt, den Aufhebhelfer mit dieser Form, mit diesem Klebeelement, keinen Kleber rausmachen, den kann man ja so drehen, dass da vorne so ein Kleber rauskommt, aber das muss man gar nicht unbedingt machen. Seht ihr, da kann man jetzt so eine ganz kleine Klebespitze rausmachen, aber ihr könnt das Ganze genauso machen, indem ihr den Kleber vorne auch gar nicht braucht und weglässt. Und trotzdem könnt ihr euch diese kleinen Glitzi-Steinchen da super aufnehmen. Die bestellen wir von den Glitzis, halte ich euch hier mal kurz ins Bild. Falls die mal irgendwann wechseln vom Sortiment, kann es natürlich sein, dass die nächsten eine andere Spitze haben oder eine andere, vorne drauf eine andere Wölbung. Und dann kann es sein, dass ihr den Kleber rausdrehen müsst. Aber so geht es auch ohne Kleber und das war mein ganz schneller Tipp für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann drückt gerne die kleine Glocke, abonniert meinen Kanal vorher, drückt dann die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und kreativiert was Neues. Tschüss!